Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute wollen wir ein paar Übungen im Stehen machen. Du brauchst also wieder keine Hilfsmittel. Das Ganze für den Schulter-Nackenbereich, so ein bisschen zum Lockern, zum Entspannen. Stell dich dafür aufrecht hin. Öffne deine Beine in eine leichte Grätsche. Beug die Knie minimal ein, dass die Lendenwirbelsäule ein wenig entspannter ist. Lass die Arme neben deinem Körper entspannt hängen. Dann fangen wir an, erstmal die Schultern nach oben zu den Ohren zu ziehen und nach hinten abzurollen. Große Kreise neben deinem Oberkörper mit den Schultern. Atme beim Anheben ein, beim nach unten schieben aus. So, wiederhole das Ganze noch dreimal, zweimal, ein letztes Mal. Wir werden mit der Bewegung größer, indem die Ellenbogen mitgenommen werden. Zieh die Ellenbogen nach oben und dann nach hinten tief. Ich zeige es dir seitlich. Hast die Knie noch leicht gebeugt. Zieh mal deinen Bauchnabel fest nach innen Richtung Wirbelsäule. Atme weiter ein und aus. Und hier auch noch drei, zwei, ein letztes Mal. Jetzt machen wir das Ganze mit langgestreckten Armen. Ich beginne hier schon mal. Schau ganz einfach, komm mit. Du ziehst die Arme im Wechsel lang nach oben und nach hinten. Schön weit zurückziehen. Vielleicht schaust du mal der Hand hinterher. Wenn ich zu schnell bin, mach das Ganze ruhig etwas langsamer. Finde hier dein Tempo. So, noch dreimal mit jeder Seite. Und dann ist das der letzte. Sehr schön. Kurz ausschütteln, ganz locker lassen. Wir beugen jetzt die Arme neben dem Oberkörper ein und schieben jetzt die Arme nach außen. Lass deine Füße dafür fest am Boden stehen. Streck die Arme über Kreuz zur Seite. Lang. Nimm deine Schulter auch wieder mit zurück. Zurück. So, strecke, beuge. Sehr gut. Achtung. Noch viermal. Drei noch. Zwei noch. Und ein letztes Mal. Beende das Ganze. Streck die Arme nach außen. Ungefähr auf Schulterhöhe drehst du den Daumen nach hinten, dass die Handflächen zur Decke nach oben zeigen. Pass auf, dass du die Schulter nicht mitnimmst. Lass die entspannt hängen. Zieh die von den Ohren weg. Deine Ellenbogen können leicht gebeugt bleiben und du federst jetzt mit den langgestreckten Armen. Zieh deinen Brustkorb zur Wirbelsäule heran. Du spürst, damit machst du den Bauch gleich so ein bisschen aktiv. Der Bauch wird fest. So, atme. Sehr schön. Achtung, das wird ein bisschen anstrengend. Wir kreisen mal die langgestreckten Arme nach oben und nach hinten tief ziehen. Sehr gut. Beug deine Knie noch mal bewusst ein wenig ein. So, und die letzten noch. 4, 3, 2, 1. Löse erstmal. Greif dann mit deinen Fingern ineinander. Streck die Arme lang. Zieh die Schultern wieder tief. Und jetzt kommen die Füße mit dazu. Du drehst dich jetzt auf die Fußspitze. Immer einen Fuß anheben mit der Ferse und zur Seite drehen. Mach dir gar nicht zu viel Gedanken, dreh die langgestreckten Arme zur Seite. Die Füße folgen dir automatisch. So, dreh zur Seite. Sehr gut. Auch hier nur noch ein paar Wiederholungen. Nochmal 4 und 3, 2 und der letzte. Bleib mit den Füßen wieder fest am Boden stehen. Die Finger bleiben ineinander gestreckt und dann ziehst du deine Hände um den Kopf. Ja, mach hier einen Satelliten, schieb die Hände um, die Arme schön weit nach hinten Richtung deiner Schulterblätter. Versuch mal, probier mal, wie weit kommst du nach hinten tief? Atme ein und aus. Sehr gut.
Schön nach hinten tief ziehen. So, kommen wir wechseln einfach mal die Richtung. Das Ganze entgegengesetzt genauso. Hol die Arme jetzt vorne wieder tief, die Schultern hier wieder nach unten, von den Ohren wegziehen. Komm, wir machen noch 4 Kreise. 3 noch. Die letzten beiden Bauchnabel nochmal nach innen ziehen. Und dann bleibe hier mit den Fingern immer noch ineinander geschoben. Drehe aber die Handflächen zu mir zur Kamera. Streck die Arme lang nach vorne. Beuge deine Knie ein wenig ein. Jetzt zieh den Bauchnabel bewusst nach innen. Forme den Rücken ganz rund und schieb deine langgestreckten Arme mit den Handflächen voran nach vorne. Lass den Kopf ganz entspannt durch deine Arme nach vorne hängen, ganz locker lassen. Atme weiter ein und aus. Achtung, richte dich auf und den Oberkörper der Länge nach Richtung Decke nach oben. Streck die Arme hoch, bleib mit der Schulter tief, zieh die Schultern von den Ohren weg. Beug die Knie nochmal ein wenig und dann zieh die Arme über Kopf. Ein wenig weiter nach hinten. Wie weit kommst du? Schön zurückziehen. Löse jetzt die Arme erstmal über Kopf nach vorne wieder. Schulter hoch, drehst du jetzt die Handflächen zu dir zeigend. Deine Handrücken zeigen nach vorne und noch einmal kommst du in einen ganz runden Rücken. Ganz entspannt den Kopf nach vorne hängen lassen. Beug die Knie ruhig ein wenig ein. Zieh die Nasenspitze Richtung Bauchnabel. Ja, genau. Löse, streck die Beine, richte den Oberkörper auf. Öffne die Arme wieder lang nach außen und zieh hier nochmal, wie vorhin schon einmal mit kleinen Federbewegungen, deine Arme zurück. Der Daumen zeigt nach hinten, die Handfläche zur Decke nach oben. Sehr gut. Löse, lass die Arme mal locker nach vorne hängen, schüttel sie so ein bisschen aus. So, wunderbar. Wir greifen mal mit einer Hand hinter dem Rücken entlang, so dass du mit der anderen Hand dein Handgelenk greifen kannst. Zieh jetzt am Handgelenk und lehn den Kopf in die gleiche Richtung, die deine Fingerspitzen hier zeigen. Bleib entspannt stehen, atme weiter. Wir lösen das Ganze auf, richte erstmal den Blick wieder geradeaus, nimm den Kopf wieder aufrecht und löse deine Arme. Wir wiederholen das mit dem anderen Arm genauso. Einmal hinter dem Rücken entlang greifen. Die freie Hand nimmt das Handgelenk, ziehe ein wenig daran. Sehr gut. Und jetzt bleibst du aufrecht stehen, lehnst den Kopf in dieselbe Richtung, in die deine Fingerspitzen zeigen. Wunderbar. Atme weiter ein und aus. Zieh den Bauchnabel noch mal so ein bisschen nach innen. Sehr gut. Die Knie kannst du jederzeit mal kontrollieren. Sind sie leicht gebeugt? Und dann löse. Nimm den Blick geradeaus. Richte den Kopf wieder aufrecht. Löse deine Arme. Mal locker aufschütteln. So, zum Abschluss nimmst du deine Fingerspitzen und lehnst sie auf deine Schultern. Wenn du merkst, oh, da komme ich gar nicht ran, ist es gar nicht schlimm, halte sie so, dass die Fingerspitzen zu den Schultern zeigen. Das reicht völlig aus. Dann zieh deine Ellenbogen in großen Kreisen nach vorne hoch und dann nach hinten tief. Sehr gut. Denk an den Bauchnabel, du kennst es. So, wunderbar. Auch hier nochmal ein- und ausatmen. Weite große Kreise mit dem Ellenbogen formen. Sehr schön. Atme nochmal bewusst ein, werde langsamer und aus. Und einmal noch ein und aus. Löse deine Arme und dann schau nochmal zur Seite. Ich beginne mal hier nach rechts, dann schaust du zur Decke nach oben.
über die linke Seite zum Boden tief und noch einmal nach rechts, zur Decke nach oben, nach links und tief. Achtung, bleibe kurz, halte kurz inne und dann wiederhole entgegengesetzt. Schau mal zur linken Seite, hoch zur Decke nach rechts und tief und nochmal nach links, atme ein und aus zur rechten Seite und der Blick geht tief. So, dann richte den Blick geradeaus. Zieh dein Kinn mal nach vorne, bleib dabei aufrecht stehen. Zieh dein Kinn hier zum Kehlkopf Richtung Brustkorb tief und dann roll deine Halswirbelsäule wieder auf. Komm, wir versuchen das gemeinsam. Kinn nach vorne schieben, tief und dann aufrollen, der Blick bleibt vorne. Vergiss die Atmung nicht. Schieb noch einmal dein Kinn weit nach vorne, zieh dein Kinn Richtung Brustkorb zum Kehlkopf und roll dich auf. Ein letztes Mal, das Kinn geht nach vorne, tief und dann roll nach oben. So, dann kreis deine Schultern nochmal, mach dich so ein bisschen locker. Geschafft. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ciao!